A2.3. Die Mittelpunkte MN der Seiten BNCN haben dieselbe Abszisse x wie die Punkte BN. Zeigen Sie, dass für die y-Koordinate ym der Punkte MN gilt. Ym ist gleich 0,1x² minus 0,15x minus 1,5. Die Aufgabe ist nur ein Punktwert, deswegen sollte es ja eigentlich recht einfach gehen. Und das meiste steht eigentlich auch schon da. Was müssen wir? Wir müssen die y-Koordinate von dem Punkt M angeben. Ja, und was haben wir alles? Nämlich hier ist schon drin versteckt, die Mittelpunkte M haben dieselbe Abszisse x wie die Punkte BN. Also müssen wir einfach nur oben spickeln, was für eine x-Koordinate hat denn der Punkt BN? Ja, vielleicht weiß man es noch auswendig, hat nämlich die x-Koordinate. Ja, schauen wir nochmal hoch. Hier steht es drin, die Punkte BN, x und das ist die Koordinate von Punkt BN. Ja, also hat auch der Mittelpunkt die Koordinate x. So, y-Koordinate, wie bekomme ich die? Natürlich auch nicht allzu schwierig, weil in der Formelsammlung gibt es eine schöne Formel für den Mittelpunkt einer Strecke. Ja, man im Prinzip heißt es anders, als dass man die Koordinaten der beiden Punkte addiert, also Mittelpunkt der Strecke A und B, dann addiert man die x-Koordinaten miteinander und teilt sie durch 2 und man addiert die y-Koordinaten und teilt sie durch 2. Also, hier habe ich die Strecke BC, also brauche ich hier jetzt noch die y-Koordinaten der Punkte BN plus die y-Koordinate der Punkte CN. Also y von BN plus y von CN geteilt durch 2. Mache ich das ein bisschen größer. So. Ja, das meiste steht jetzt wieder da. Jetzt muss ich es einsetzen. Mn ist gleich x, verändert sich nicht. So, jetzt muss ich halt wieder nach oben scrollen oder vielleicht habe ich es ja auf der gleichen Seite notiert. Ich lese es jetzt aus der Aufgabe ab, wie die genau heißen. Wir hatten y-Koordinate von b mit 0,4x² minus 1,8x minus 4 plus, ja, Klammer brauchen wir eigentlich nicht, weil es folgt ein Plus. Und Plusklammern können wir eigentlich sofort weglassen. Nur halt, wenn negative Zahlen folgen, dann muss man sie doch nochmal dazu schreiben. Also Plus, Klammer auf, minus 0,2x². So, aber der Rest kann jetzt ohne Klammern schreiben. Plus 1,5x und noch hinten dran plus 1. So, das Ganze über einen Bruchstrich durch 2. So, jetzt muss ich das noch vereinfachen und man kann sich vielleicht schon denken, was da rauskommt. Nämlich hoffentlich genau das, was oben in der Aufgabe steht. Hier markiert. Fassen wir es zusammen. Wir haben hier 0,4x², wir haben hier minus 0,2x² sind 0,2x². Dann haben wir hier 1,8x und hier haben wir 1,5x. Sind zusammen minus 0,3x und minus 4 plus 1 sind minus 3. Bruchstrich geteilt durch 2 nicht vergessen. So, und der letzte Schritt, man sieht es wahrscheinlich schon, ich teile jetzt jeden Summand hier oben im Zähler durch die 2. 0,2x² geteilt durch 2 sind 0,1x². Minus 0,3x geteilt durch 2 sind minus 0,15x und minus 3 geteilt durch 2 sind minus 1,5. So, vergleichen wir es mit oben, ist genau die y-Koordinate, die oben steht und damit sind wir an der Stelle auch fertig.